Howdy Freunde und willkommen zurück zu Part 4 von Let's Play Floyd. Es gibt noch Helden. Ja, im letzten Part haben wir Dolores getroffen. Ich meine natürlich eine geheimnisvolle Stimme, die aus dem Lagerraum kam. Und jetzt müssen wir diesen Roboter ablenken, damit wir zu Dolores hinuntergehen können. Ja, Floyd ist wie immer nicht der Schnellste. Wir laufen jetzt kurz die Treppen hoch und gehen hier in die Nummer 8. Die Nummer 8 soll es sein, denn dort müssen wir den Verräterkanal im Fernsehen mitnehmen. Das ist natürlich auch nicht einfach. So, erstmal machen wir jetzt die Tür auf und jetzt müssen wir den... Grüße, Bürger. Ne, das ist Schwachsinn. So, jetzt müssen wir erstmal den... Ja genau, jetzt müssen wir erstmal den Button anmachen, also den Fernseher. So, Fernseher und Alarm ist jeweils an. Jetzt müssen wir den Kanal einstellen, den Verräter-TV. Kanal, den Button mitnehmen und jetzt geht's wieder ab in den Schrank. Ja, dann schaut mal hin, was passiert. Ketzerische Bildschirm, Notketzerei am Bildschirm, Zerstörung notwendig. So, das hat ihn gekillt. Jetzt sind wir die Wache los und können runter zu Dolores. Ja. Aber mal ganz ehrlich, wer soll bitte darauf kommen? Mal ganz ehrlich. Wenn man keine Lösung hat, ist es wirklich unmöglich, dieses Spiel zu schaffen. Und das ist natürlich nicht das einzige Rätsel gewesen. Wir sind ja gerade am Anfang des Spiels. Das wird ja noch besser, das ist es ja. So, und bei dieser kleinen Laufsequenz kann ich euch nochmal was Witziges erzählen. Und zwar, wer die Serie Scrubs, die Anfänger oder Two and a Half Men kennt und mag, der muss gleich mal auf die Stimme von Dolores achten. Denn die Synchronstimme von Dolores ist jeweils Laverne in Scrubs und Bertha in Two and a Half Men. Aber seht gleich mal selbst, ich spreche sie an und werde mich dann wieder muten, weil das wird ein etwas längeres Gespräch werden. So, jetzt müssen wir den Hebel betätigen, ohne da, also da kommt die Wache nämlich auch nicht. So, dann müssen wir dort reinlaufen und können zu Dolores runterpurzeln. Zack. Da ist sie. Gut, ich mute mich, bis gleich. Der Junge hat Schwung. Du bist das. Tu nicht so erstaunt. Wenn ich nicht wäre, würdest du für den Rest deines Lebens da oben wie ein Zombie herumwandeln und von Omnibrain und Erleuchtung stammeln. Hey, ich bin ohne Hilfe entkommen. Vielen Dank. Erinnerst du dich an das Paket, das du abgeliefert hast? Der dümmste Fehler meines Lebens. Es war mit Faktor A getränkt. Faktor A? Was ist Faktor A? Wir haben es entwickelt, um dem Effekt von PMS entgegenzuwirken. Kein Wunder, dass ich mich komisch gefühlt habe. Du verstehst nicht. PMS ist das, was die Bürger zu Bürgern macht. Hier erhöhen sie nur die Dosis. Hä? Schau, die präorganische Multisubstanz ist kein Vitaminpräparat, wie der Konzern uns glauben macht. Es dämpft die natürlichen Instinkte organischer Lebensformen. Es verhindert Aggressivität, Unruhe und Unzufriedenheit. Vor allem sorgt es dafür, dass kein Bürger je gegen den Konzern rebelliert. Aber was du sagst, bedeutet ja... Wir haben jetzt keine Zeit dazu. Man wird dich bald vermissen. Gib mir deinen Orakelcomputer. Wozu? Ich spiele dir die Datenbank der Freiheitskämpfer auf. Damit kannst du erfragen, was immer du willst. Orakel? Grüße, Genosse. Okay, Genosse. Wie kommen wir hier raus? Tja, das ist dein Part. Ich habe mir das Bein gebrochen, als ich hier runterkam. Sehr hilfreich bin ich nicht. Na toll. Du wurdest wegen deines Talents, mit unmöglichen Situationen umzugehen, ausgewählt. Deswegen haben wir deine Inhaftierung in die Wege geleitet. Du solltest selbst sehen, was hier läuft. Ihr habt es in die Wege geleitet? Ja, wir dachten, du würdest dich uns nie anschließen, wenn du es nicht selbst gesehen hast. Deswegen gaben wir dir das Paket und richteten es ein, dass du die abgelaufenen Pillen bekamst. Hätten wir gewusst, dass du bereits das Ministerium zertrümmert hast, hätten wir uns das gespart.
wie rücksichtsvoll. Grüße, Genosse. Wann gehen wir? Ich arbeite dran. Was machst du da eigentlich? Ich habe die Puppe ein bisschen umgemodelt. Sieht aber noch genauso aus. Zieh mal an dem Band. Lang lebe die Freiheitskämpferbewegung! Hey, ziemlich gerissen. Zwar ziemlich nutzlos, aber gerissen. Hey, ich hatte Langeweile. Du kannst sie behalten. Tu sie nur nicht zu den anderen. Danke für den Tipp. Ich muss los. Abenteuerliche Fluchten planen sich nicht von allein. Was sind das überhaupt für Dinger? Sehen aus wie kleine Omnibrains. Verräter, Kracher. Die neueste Konzernwaffe im Kampf gegen die Freiheit. Sehen aus wie kleine Püppchen. Och, da ist ja auch ein Band zum Ziehen dran. Verrate doch mal Freunde und Familie, junger Bürger. Tolle Preise für jeden geschnappten Verräter. Niedlich. Ja, und im Inneren steckt eine kleine Überraschung. Sag etwas gegen Omnibrain und bang. Bang? Eine Sprengladung, die ausreicht, um dir den Arm wegzureißen. Aber das ist ja furchtbar. Ja, der liebe, gute Konzern. Ja, da bin ich wieder. Wir nehmen uns ein paar von diesen wunderbaren kleinen Omnibrain-Verräter-Kracher-Dingern mit. Denn damit können wir eine kleine Tür aufsprengen, die oben zu sehen war. In denen, die ich schon hab. Okay, Floyd hat genug. Dann laufen wir jetzt nach oben. Und der Trick dabei ist, dass wir alle Verräterkracher kombinieren und dann diesen umgebauten von Dolores da reinschmeißen, der ja Sachen gegen das System sagt. Und wie Dolores uns gerade eben schon erzählt hat, die Verräterkracher explodieren ja, wenn, wie war das noch, wenn man was gegen das System sagt, also gegen Omnibrain oder das System allgemein, und dann explodieren ja... Du sollst da rausgehen, ja. So, ja, dann explodieren halt diese Verräterkracher. So, und hier vorne, neben der Nummer 2, wo ich gerade mit der Maus drauf war, dort ist diese, ja, diese Röhre, wo wir reinklettern können. Denn dort, irgendwie, fragt mich nicht, warum diese Röhre der Eingang ist. Aber, aus irgendeinem Grund müssen die Aliens hier in der Zukunft ihre Schiffe an Röhren parken. Naja. Wer das braucht. Öffnen wir erstmal unser Orakel. Grüße, Genosse. Die Dinger sind gefährlicher, als sie aus... Naja, stimmt. Dem Ding könnte man ziemlichen Ärger bekommen. So, kombinieren. Ja, der sagt jetzt auch Grüße, Genosse, die ganze Zeit. Da muss ich mich auch mal so wieder dran gewöhnen. Zack, Nummer 1. Grüße, Genosse. Nummer 2. Grüße, Genosse. Nummer 3. Grüße, Genosse. Und Nummer 4. Grüße, Genosse. Und Nummer 5. Aber ich glaube, das war's jetzt. 5 Stück waren es, glaube ich, an der Zahl. Grüße, Genosse. Ja, genau. Zack. Und jetzt kommt der von Dolores da rein. Puff. Voll auf die Nase. So, und jetzt können wir in diese Röhre rein. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das schneiden werde. Es ist an der Wand befestigt. Ja, ja, komm, da kann ich durchkrabbeln, das mussten wir jetzt nicht mehr untersuchen. So. Ja, ja, das ist wieder ein Rätsel. Wie war das jetzt? Ich muss auf den, wenn der grün ist, glaube ich. Moment, was sagt die Lösung? Ja, rot, ja. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert, naja. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich schneide das einfach. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, euer Felix. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Floyd. Für euch ist gerade nur eben eine Sekunde vergangen, aber ich habe jetzt gerade an diesem Rätsel jahrelang gesessen. Okay, machen wir jetzt mal die Abdeckung ab. So, wir sind nämlich jetzt im Schiff. Nehmen wir Drähte mit und jetzt kommt gleich wieder ein Rätsel. Aber das ist, glaube ich, nicht so schwer gewesen. Mal sehen. Grüße, Genosse. So, die Drähte müssen wir jetzt kombinieren. Zack. So, einfach mal ausprobieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie es ging. Boah,
ich glaube, so ungefähr sah das aus. Rot und gelb einfach unten rein. Ups. So. Dip, 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 dip. Das heißt, wäre ich aber richtig? Ich glaube, der grüne war... Nee, warte, Moment. Der grüne... So. Hoffentlich sind die Kabel, ey, das war richtig. Nicht besonders wichtig. Okay, gut. Okay, die Tür geht zu und eine Videosequenz startet. Ich müde mich wieder. Bis gleich, Leute. Euer Felix. Wir haben es geschafft, juhu! Was geschafft? Die Flucht von Cygnus Alpha. Floyd, du bist der Größte. Das ist mir schon öfter gelungen. Es ist ziemlich leicht, wenn du den Dreh einmal raus hast. Kannst du mir nicht ein bisschen Selbstbeweihräucherung gönnen? Wie du willst. Du könntest vielleicht Danke oder sowas sagen. Danke. Ich meine, ich mache sowas schließlich ja nicht jeden Orbit. Nicht? Wahrscheinlich langweilt dich das alles ein wenig. Natürlich muss es auch recht lästig sein, ständig aus einem Hochsicherheitstrakt auszubrechen. Ich wette, du wachst morgens auf und denkst, oh nein, nicht schon wieder eine abenteuerliche Flucht. Naja, manchmal ist das so. Wo genau wollen wir eigentlich hin? Was weiß ich, du bist doch der Experte. Dann sollten... Seltsam. Was ist denn mit den Instrumenten los? Ich musste ein paar Kabel umstöpseln, um die Kiste zu starten. Welche hast du rausgezogen? Keine Ahnung, Kabel sind Kabel. Warum? Siehst du den Planeten da? Welchen? Oh, den Planeten. Was sollen wir jetzt tun? Keine Panik. Schalt die Retro-Stabilisatoren ein. Retro-Stabs, klar. Nichts passiert, nichts passiert! Schnall dich an! Kann etwas holprig werden. Etwas holprig? Wir fahren mit etwa 1 Million km/h auf dem Planeten darunter. Ein Grund mehr, sich anzuschnallen. Wie kannst du in so einem Moment bloß so ruhig bleiben? Alles Übungssache. Man gewöhnt sich dran. So Leute, da bin ich wieder nach dieser eleganten Bruchlandung. Du hast also überlebt? Ja, haben wir.
Hab ich das? Ich war noch nie tot, aber es kann sich kaum schlimmer anfühlen als das hier. Was machst du da unten? Inventur. Inventur? Von was? Proviant, Verbandszeug, Waffen. Warum rufen wir nicht einfach über Funk um Hilfe? Das Ding hat den Crash nicht überlebt. Na, dann lass uns die nächste Vidfunkzelle suchen. Wir sind auf dem Planeten Philp, Klasse C. Keine Technologie, kein Konzern, keine Vidfone. Ärgerlich. Oh. Laut Datenbank gibt es hier nichts außer einem kleinen Forschungszentrum. Wir sind erledigt. Ich habe hier unten aber was Interessantes gefunden. Und das ist wirklich interessant. Aha. Was? Morgen, Sir. Wie geht's diesen Orbit? Würdest du bitte die Waffe aus meiner Nase nehmen? Das ist der beste Charakter im ganzen Spiel. Zurück, SM-13. Das ist ein militärischer Aufklärer-Droid, nicht wahr? Aus der alten 13er-Serie, ja. Aus der was? Die 13er-Serie. Die schlimmste Fehlentwicklung des Konzerns. Man hat an die 100 gebaut. Alle ohne Sicherheitsschirm. Hört sich gut an, oder? Hört sich nach einem Hauch Leichtsinn an. Die 13er haben bei einem Einsatz die komplette Bevölkerung eines Planeten ausgelöscht. Und du hältst es für richtig, diese durchgeknallte Killermaschine einzuschalten, statt sie einzustampfen, wie jedes normale Alien es sofort tun würde? Ich habe ihn etwas umprogrammiert. Er könnte uns nützlich sein. Zeig ihm, was du kannst, Sam. Sofort, Mann. Ich kann noch mehr, Sir. Ich bin mit den allerneuesten Waffen, hochmodernen Taktik-Synapsen, dem ARC-TM-Verhörprogramm und einem Mini-Fangstahl ausgestattet. Oh Mann, ich liebe diesen Roboter. Doch, sehr nützlich. Sofern das Ausflugsprogramm Völkermord vorsieht. Er wird sogar mit Fernbedienung geliefert. Toll, Massenvernichtung auf Knopfdruck. Ein Traum für jeden Lehnstuhl-Diktator. Wir haben keine Zeit, das auszudiskutieren. Komm, schauen wir nach, wie groß der Schaden ist. Was ist denn? Hey, das müssen die Philbers sein. Sind die gefährlich? Ich denke nicht. Grüße, Bürger. Habt keine Angst, wir kommen in Frieden. Stirb, elendes, schleimiges Verräterpack! Sam! Feuer einstellen! Ich dachte, du hättest das Ding unter Kontrolle. Das dachte ich auch. Sie hätten gefährlich sein können, Sir. Gefährlich? Sie hatten Angst vor uns. Eine hinterhältige List, Sir. Man will sie nur in Sicherheit wiegen, Sir. Na gut, aber von jetzt an wird nicht mehr ohne Erlaubnis geschossen, klar? Sir, ich muss Buddhist. Das ist ein Befehl, Sam. Ja, Mann. Fein. Ich schlage vor, dass ihr zwei euch ein bisschen umseht. Ich versuche derweil das Funkgerät zu reparieren. Nimm die Fernbedienung mit, falls Sam wieder Unsinn macht. Warum kriege immer ich die blöden Jobs? Kannst du Funkgeräte reparieren? Nein, aber ich lerne schnell. Geh einfach los und schau dich um, okay? Wir müssen ja nicht länger als nötig hier festhängen. Schon gut, schon gut. Na dann komm, Sam. Sir. Ich denke, es wäre klug, wenn ich als Aufklärer vorausgeschickt werde und zunächst die Lage überprüfe. Nur für den Fall, dass sich hier noch mehr von diesen blauen Monstern herumtreiben, Sir. Wie du meinst. Falls du etwas Verdächtiges bemerken solltest, dann bleib einfach stehen und warte, bis ich komme. Verstanden, Sir. Und bring niemanden um. Tut mir leid, Sir. Bin schon so weit entfernt, um diesen Befehl noch mit meinen Akustiksensoren empfangen zu können, Sir. Oh Mann. Ja gut, Leute. Ihr habt Sam kennengelernt und das war's erstmal für diesen Part von Let's Play Floyd. Haut rein!